HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen, da sind wir wieder. Ab heute heißt es wieder jede Woche HSV, wir müssen reden. Auch in dieser Saison bin ich wieder dabei, Henrik Jacobs, aber natürlich nicht allein. Heute mal wieder an meiner Seite unser Sportchef Alexander Laux. Moin Alex. Hallo Henrik. Ja, die neue Saison steht vor der Tür und deswegen starten wir auch wieder mit unserem wöchentlichen Podcast. Wir werden wieder versuchen, jede Woche einen interessanten Gast begrüßen zu dürfen. Über unseren heutigen Gast freuen wir uns auf jeden Fall schon mal sehr, denn er ist quasi der absolute Zweitliga-Experte. Und vorgestellt werden unsere Gäste in dieser Saison regelmäßig von unserem Freund und HSV-Rapper Elvis. Und er bringt uns heute unseren Gast etwas näher. Mats ab. In Cottbus geboren, spielt er dort für Energie, sogar erste Bundesliga, aber treffen tut er nie. Das ändert sich, 2005 kommt der gerechte Lohn, er wird zum Publikumsliebling bei Eisern Union. Aus der Oberliga Ost schießt er den Verein nach oben, in 4 Jahren dreimal Aufstieg, zweite Liga, ungelogen wird Köpenicker Kult, dem klaut keiner seinen Thron. Dazu jedermann sympathisch, bei Sky am Mikrofon, vielleicht erinnert er sich schon und hat das schon mal gehört. Der schreibt sogar zurück, wenn man bei Instagram kurz stört, was Leidenschaft betrifft, sicher einer von den Topstars. Moin Tusche. Willkommen im Podcast. Ja, willkommen im Podcast, dem König von Köpenick, Union Berlin-Legende, heute Co-Trainer beim Regionalligisten Altklinike und mittlerweile der Zweitliga-Experte am Sky-Mikrofon. Moin Thorsten Tusche Matuschka. Grüß euch Alex und Henrik, hi. Sehr guter Rap, muss ich sagen, musste kurz schmunzeln. Und konntest du dich erinnern? Er sagte, er hätte dich mal bei Instagram gestört. Du, da schreiben etliche gerade nach Live-Spielen, wo ich ja Co-Kommentator bin, schreibe ich gerade denen zurück, die immer Vollgas geben und sagen, dass ich sehr einseitig kommentiere und Sonstiges und dann gern die Internet-Rambos mit Beleidigungen um die Ecke kommen, denen schreibe ich gern zurück. Besonders denen. Ihnen weiß ich nicht, ob er mich beleidigt hat oder nicht, glaube eher nicht. Aber wenn ich Zeit finde, antworte ich natürlich. Also ich finde, das gehört dazu, wenn man in der Öffentlichkeit steht. Aber nochmal, nur mal so vorab, für die Internet-Rambos, die mal Vollgas geben. Wie schlecht ich bin oder andere sind, den schreibe ich besonders zurück und sage, Männer, es ist nur Fußball. Kommt runter, ich weiß, ihr seid gefrustet, weil euer HSV vielleicht mal wieder nicht gewonnen hat. Denkt dran, trinkt ein Bierchen, geht schlafen und morgen sieht die Welt wieder anders aus. Und genau die, die immer am meisten Gas geben, die melden sich dann meistens nicht mehr, weil sie denken, der hat geantwortet, was denn jetzt? Ja, so ist die heutige Zeit und ein Internet-Rambo ist Elvis auf jeden Fall nicht. Nein. Also genau. Nicht auf ihn bezogen, aber auf viele andere, die es gibt. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Kein Problem. Ja, sehr gut. Manch einer wird sich wahrscheinlich trotzdem hier fragen, was jetzt Thorsten Matuschka mit dem HSV zu tun hat. Ich kann sagen, eine ganze Menge, aber dazu kommen wir jetzt im Laufe der nächsten Stunde dann sicher noch. Wir haben dich ja vor allem eingeladen, weil am Freitag die zweite Liga beginnt mit dem großen Topspiel Schalke gegen den HSV. Und du bist für Sky als Experte am Mikrofon. Seid ihr eigentlich auch im Stadion dabei oder wie macht ihr das? Genau, also es geht jetzt in der Saison das Topspiel. Klar, ist ja eigentlich samstags, wo ich eingeteilt bin. Jetzt ist natürlich das Eröffnungsspiel Schalke HSV. Da darf ich mit dabei sein, was mich natürlich mit voller Stolz erfüllt, weil das einfach ein unfassbares Fußballspiel ist. Und wir sind vor Ort. Das ist natürlich überragend. Da kriege ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke. 25.000, glaube ich, zugelassen in der Feldnis Arena. Ja, und wenn man das Spiel liest oder hört, Schalke, HSV, zweite Liga, da denkt man eigentlich, was hier eigentlich los ist, was hier falsch läuft. Ja, und aber ich darf dabei sein vor Ort und die ganzen Topspiele samstagsabend 20:30 mit meinem Partner Stefan Hempel, immer vor Ort, alles miterleben. Und das ist das, was den Fußball ausmacht. Und zum Glück wieder mit Fans, auch wenn es erstmal nur ein Teil sind. Aber du musst ja jetzt eigentlich, ich habe gerade überlegt, du musst ja dein Leben völlig umkrempeln, ne? Keine Montagsspiele mehr, jetzt Sonnabendeinsatz. Also wie machst du das jetzt? Ja, das ist schon anders jetzt natürlich, weil ich ja die Jahre oder gerade letzte Saison ja dann immer aus München alles gemacht habe. War ja meistens Sonntag in München, habe den Zweitliga-Sonntag gemacht und dann den Montag das Topspiel mit Stefan Hempel, alles aus dem Studio heraus. Jetzt natürlich vor Ort. Das ist aber das, wofür wir ja leben. Ja, also da, wie gesagt, da habe ich immer Bock drauf, ja, das mitzuerleben. Die Emotionen, dann auch mit den Spielern, mit den Verantwortlichen face-to-face zu sprechen, ist nochmal was anderes als aus dem Studio heraus, weil man halt die Emotionen ganz anders aufnimmt und aufsaugt. Aber ich muss natürlich gucken, ich muss halt samstags immer irgendwie 17 Uhr dann vor Ort sein.
egal wo es ist, ob es jetzt in Rostock ist, auf Schalke, in Bremen, in Düsseldorf, in Dresden, wo auch immer, und muss dann den nächsten Tag, so ist mein Wochenende geplant, Samstag vor Ort und Sonntag in München. Also ich muss dann immer vom Topspiel Samstagabend irgendwie Sonntag spätestens um 23:30 in München sein. Da muss ich ein bisschen rödeln, gucken, wie ich da hinkomme. Aber das kriege ich schon irgendwie hin. Aber dafür mache ich es ja auch gerne, weil es mir einfach unheimlich Spaß macht. Und dann nimmt man ja das natürlich gerne in Kauf. Musstest du mit deiner Frau noch ein bisschen verhandeln? Die Wochenenden sind natürlich jetzt weg erstmal, ne? Natürlich, aber auch da ist es besser als letzte Saison, weil ich bin meistens schon Samstagmittag losgeflogen. Weil Sonntag früh ging immer nur um 10 ein Flieger nach München von Berlin. Das war mir, ich habe das einmal gemacht, aber eine halbe Stunde Verspätung. Und dann habe ich natürlich zu tun gehabt, rechtzeitig zur Probe da zu sein im Studio in München. Deswegen bin ich immer samstags losgeflogen, habe den Sonntag gemacht, habe ja den Montag gemacht bis 23 Uhr. Dann kommst du natürlich aus München nicht mehr weg, außer mit einem Auto. Aber du fährst ja dann nicht nochmal 5 Stunden um 12 Uhr los die Nacht oder 0 Uhr. Das ist halt auch sehr, sehr anstrengend, weil du bist natürlich auch live 3 Stunden. Ja, und das ist auch anstrengend, weil du funktionieren musst. Du kannst ja nicht irgendeinen Rotz labern. Das muss schon alles gut sein. Gerade in der heutigen Welt hat man ja mitbekommen, wenn man da mal einmal einen Satz falsch sagt, dann ist man direkt Mode. Und bin dann erst Dienstag Mittag erst weggeflogen. Also ich war Samstag weg und bin Dienstagnachmittag wiedergekommen. Das waren knapp 4 Tage. Ist jetzt besser. Ich bin samstags unterwegs, früh oder mittags, je nachdem, wo es ist und wie ich wegkomme. Und das Gute ist, der Sonntag bei Sky, zweite Liga in München, geht dann nur noch bis 18.30 Uhr. Sprich, ich komme abends Sonntag um 21 Uhr mit dem letzten Flieger nach Berlin zurück. Also bin um 23 Uhr zu Hause. Jetzt geht es ja wirklich dieses Wochenende schon extrem spannend los. Freitagabend Schalke HSV und dann bist du Samstagabend direkt in Bremen gegen Hannover 96. Also wirklich 2 Knallerspiele. Ja. Da fragt man sich doch wirklich, ist man hier eigentlich in der zweiten Liga? Oder? Ich glaube, haben wir jetzt ja schon oft gesagt in den Jahren davor, dass es immer die beste zweite Liga aller Zeiten war und ist. Aber jetzt ist es wirklich. Also aktuell, diese zweite Liga ist für mich definitiv die allerbeste. Mehr Tradition gibt es einfach nicht. Ich glaube, es sind 5 Mannschaften, die noch nicht in der ersten Liga waren aus dieser zweiten Liga. Und was da für Mannschaften sind. Und wenn du überlegst, dass ja maximal 3 Mannschaften aus dieser Saison hochgehen in die erste Liga, dann weißt du ja, was noch drinnen bleibt für die Saison drauf, was es für Enttäuschung geben wird, für Tränen geben wird. Und diese zweite Liga ist mit Abstand die beste. Das ist krass, was da für Woche für Spiele gibt. Ja, also schon nur im Norden. Ja, ich glaube, du hast 6 Nordclubs. Das ist ja unglaublich. Ja, was es dort Woche für Woche für Derbys gibt. Plus Schalke. Und Düsseldorf, Nürnberg, alle solche Dinge, Hannover 96, das sind ja Dresden, Rostock, ja, also was kommt da noch aus der dritten, was ist da noch hochgekommen? Klar, für mich als Ossi freut mich natürlich, dass das schlägt das Herz, dass Rostock und Dresden hochgekommen ist, na klar, Logo, aber weil es ja auch Tradition pur ist, ja, und da, das sind unfassbare Spiele und diese zweite Liga ist der blanke Wahnsinn. Aber sag mal, du, jetzt so in der Vorbereitung, bevor wir mal so ein bisschen das Ganze dann sportlich einordnen, lernst du dann auch richtig die ganzen Kader da? Weil ich meine, es ist ja unglaublich, also ich beschäftige mich gerade mit Kicker-Manager-Spielen und so, ne? Und guck da was, wen muss man da nehmen? Und dann siehst du immer so viel Veränderung. Und du bist ja, bei dir muss ja, erwartet man ja eigentlich, obwohl es Quatsch ist, dass irgendwie jedes Komma sitzt und jeder Name sitzt und so weiter. Wie intensiv bereitest du das denn vor? Also ich habe es unabhängig von meiner Tätigkeit bei Sky vorher sowieso schon immer, natürlich immer alle Ligen, erste, zweite, dritte Liga, auch Regionalliga, ja, mich immer im Kicker gelesen, Montag gekauft, Donnerstag gekauft, immer hinten angefangen, so habe ich den Kicker angefangen zu lesen und mich immer nach vorne gearbeitet. Ich habe sehr, sehr viel und spiele immer noch Fußballmanager seit über 20 Jahren von EA, ohne dass ich jetzt hier Werbung mache. Und war da immer im Bild, habe mir immer die neuesten Patch runtergeladen. Da bin ich halt noch ein Kind geblieben, zock da manchmal 4-5 Stunden und habe da dann sowieso die aktuellen Kader drauf, die Namen drauf. Glaube ich, weiß sehr, sehr viel im Fußball, auch in Europa, welches Talente es gibt. Aber wirklich, gerade durch diesen Fußballmanager, den ich da seit 20 Jahren spiele, kriegst du viel mit. Und weil ich halt sowieso, man am Handy, kennt man ja selber, ohne Handy ist es leider irgendwie nicht mehr möglich. Man fühlt sich irgendwie nackt, wenn man das Handy mal 2 Stunden irgendwo vergessen hat. Auch da die Kicker-App, da liest man einfach alles. Und jetzt durch Sky natürlich sowieso. Also ich kann ja nicht irgendwie da sitzen und kenne nur 2 Namen aus dem Kader. Das funktioniert natürlich nicht.
Aber auch mir passieren Fehler. Ich spreche mal Namen falsch aus oder vergesse mal oder vertausche mal was. Aber das gehört dazu. Dafür sind wir alle Menschen und niemand macht alles richtig. Das ist völlig richtig. Ja, wir suchen, hat der Kollege gerade gesagt, unser Kicker 11 der zweiten Liga. Hast du da ein paar Geheimtipps zur Hand? Günstig und Punktelieferante. Das muss ich sagen, das habe ich noch nie gespielt. Also ich weiß, wie es funktioniert, aber ich habe es noch nie gespielt, weil wir spielen immer, wer ist das andere? Warte, ich muss noch kurz gucken. Das ist nochmal ganz geil. Wie? Kommunio? Nee, Kommunio nicht, sondern, warte, ich muss noch kurz auf mein Handy gucken. Auch mit der Mannschaft, mit der VSG. Ich doof. Mein Gott, auch dieses Managerspiel, wo du jeden Tag reingucken musst. Kannst du gerade sagen, ne? Ich hatte Communio gesagt oder kommst. Nee, Communio nicht. Gibt noch ein anderes an mich. Warte mal, ich finde es gerade nicht. Aber fällt mir bestimmt noch ein. Okay, falls es im Laufe des Podcasts noch einfällt, kannst du gerne dann auch nochmal sagen, ja, falls du ein, zwei Geheimtipps noch hast. Also Rashford Königsdorfer von Dresden finde ich ganz sehr, sehr interessant. Ich glaube, er ist 19. Hat in der letzten Saison in der dritten Liga eine richtig, richtig gute Rolle gespielt. Auf den Burschen freue ich mich. Mal gucken, wie er sich schlägt. Nicht nur, weil er bei Dresden ist, ja, sondern weil er einfach ein interessanter Bursche ist. Ludovic Reis, muss ich sagen, gerade vom HSV, finde ich ein sehr, sehr, sehr interessanter Spieler. Fand ihn letzte Saison bei Osnabrück schon sehr, sehr, sehr gut. Ja, ansonsten muss man halt gerade... Nee, das sind die beiden Spieler, die ich euch... Okay. Aber ich weiß nicht, ob die billig sind. Das kann ich euch nicht sagen. Ja, Königsdörfer könnte noch reichen mit unserem Budget. Könnte noch reinpassen? Wenn sich alle Terodde holen, dann kann noch Königsdörfer... Ja, das wäre ja ein bisschen langweilig. Ja. Aber garantiert wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall zweistellig Tore. Simon, ja, Terodde. Das ist doch mal eine klare Ansage. Über Simon Terodde können wir auf jeden Fall später noch sprechen. Du hast gerade die Ostclubs schon angesprochen. Du hast ja damals bei Energie Cottbus sogar mal Bundesliga gespielt. Ich glaube, es waren insgesamt 4 Spiele, 135 Minuten. Weißt du persönlich noch, gegen wen du damals dein Debüt gefeiert hast? Ja, weiß ich. Das passt komischerweise. In den HSV zu Hause. Ich glaube, wir waren Start in der Freundschaft, 10 Minuten oder so. Hat mich Edi Geier reingeworfen, mich dickes Ostkind, in den Bundesliga-Fußball und durfte da 10 Minuten spielen und bin ja, glaube, fast vor einem Jahr davor habe ich ja noch 7. Liga auf dem Dorf gespielt und er hat mir die Chance gegeben, wieder reinzukommen. Ich habe die Chance genutzt und er hat mich, gegen den HSV, glaube am 30. Spieltag, 31. Spieltag müsste es gewesen sein, reingeschubst und ich habe dann 10 Minuten versucht, irgendwas zu machen, was irgendwie nach Bundesliga-Fußball aussieht. Ist auf jeden Pumpe Fall geschafft, gegangen, dass das Spiel noch 0-0 ausgegangen ist und nicht noch verloren wurde. Ne? Ja, genau. Das war schon mal gut. Das war natürlich aufregend, ist ja klar, wo der mich dann herruft. Nicht? Also für mich dann innerhalb von knapp einem Jahr aus der 7. Liga in die 1. Liga reinzukommen, auch wenn es nur die 10 Minuten waren. Und natürlich waren wir mit Energie Cottbus damals zu dem Zeitpunkt schon abgestiegen. Aber er hat mir trotzdem das Bundesligaspiel gegeben und bin dann, glaube ich, in den letzten 4 Spieltagen immer eingewechselt worden. Außer ein Spiel habe ich, glaube ich, zu Hause gegen Nürnberg von Beginn an spielen dürfen. Knapp 90 Minuten, da bin ich sehr stolz drauf. Das habe ich sonst kaum geschafft, 90 Minuten auszuhalten. Das war, gegen den HSV. Bisschen also bekannt geworden, oder ich meine, vorher warst du ja auch schon bekannt, aber so richtig in Erinnerung geblieben bist du natürlich als Spieler für Union Berlin, muss man sagen. Ne? 171 Zweitligaspiele, wenn ich es richtig notiert habe, 42 Tore, 47 Vorlagen, auch nicht schlecht. Hättest du denn gedacht, dass die Köpenicker eigentlich ziemlich schnell nach deinem Abschied, wobei das natürlich nichts mit jetzt damit zu tun hat, in der Bundesliga spielen und sich dort auch richtig geil etablieren? Nein, ich glaube nicht, dass das abzusehen war. Ich wusste natürlich, dass es ein riesen, riesen Traum war vom Präsidenten Dirk Zingler, weil der erste FC Union Berlin ist sein Baby. Er ist 2004 hingekommen, in schwierigen Zeiten und ist jetzt immer noch zu Recht Präsident und hat den Weg geebnet, den Union gegangen ist. Wir haben es natürlich auch probiert, wir als Truppe, wo ich selber noch aktiv war. Wir haben es leider immer nur irgendwie eine Halbserie hinbekommen, entweder die erste oder, wir haben immer nur eine Halbserie gut gespielt. War es eine schlechte Hinrunde und eine gute Rückrunde oder andersrum, ja. Wir haben es halt leider nie hingekriegt, wirklich mal konstant das Ding durchzuziehen. Von daher ist bei uns immer nur der Klassenhalt drin geblieben, aber relativ entspannt. Das war trotzdem für uns riesig, ja. Also, wenn man überlegt, wie wir aufgestiegen sind in einem fremden Stadion,
mit welchen Mitteln. Also wir haben uns in Containern umgezogen, da wo jetzt der Fanshop ist, direkt am Stadion. Ja, also wir kannten keine Sauna, kein Entsperrungsbecken, sowas gab es bei uns einfach nicht. Wir hatten eine Duschwanne mit einem Vorhang. Ja, also wirklich das Einfachste vom Einfachsten. Wir hatten keinen Kraftraum, obwohl ich da sowieso nie drin gewesen wäre. Aber sowas gab es halt nicht. Ja? Und wir haben es trotzdem durch Zusammenhalt geschafft. Dann durch den Teamgeist und trotzdem die Qualität, die wir hatten im Kader, Drittligameister zu werden und aufzusteigen. Und dann von Anfang an eigentlich eine richtig gute Rolle zu spielen in der zweiten Liga. Eine vernünftige Rolle. Und das mit vielen Spielern, die 4, 5 oder 6 Jahre zusammen in einem Team waren. Und dann ist ja klar, dass sich der Verein weiterentwickelt und dass dann immer wieder neue Spieler kommen, ist ja auch normal, ja. Also klar, war mein Abschied dann persönlich nicht so, wie ich es mir natürlich vorgestellt habe. Es kam ein neuer Trainer, der ja andere Dinge vorhatte, als er mir dann face-to-face gesagt hat, anders mit mir umgegangen ist. Ich ein Typ bin, der dann halt seine Meinung sagt, ja, und dann kam das Angebot aus Cottbus und dann war für mich klar, dass ich das noch machen möchte, weil ich noch in der Lage war, Fußball zu spielen, auch Zweitliga-Fußball, weil ich in der Saison 13, 14 noch sogar Topscorer der zweiten Liga war. Ich glaube, mit 24 Scorerpunkten, 12 Tore, 12 Vorlagen. Dann kam Norbert Dübel und hat mich komplett rasiert. Vom ersten Tag an Kapitänsbinde weg, mich irgendwo spielen lassen, wo ich halt der Mannschaft nicht helfen konnte. Dann gar nicht spielen lassen. Mein Vertrag lief aus. Die Dinge habe ich ja schon 1000 Mal erzählt, aber ich hatte für mich noch im Körper noch 2, 3 Jahre auf einem guten Niveau. Ja, und das war dann bei Union unter ihm dann nicht möglich gewesen, weil ich hätte, glaube ich, 21 oder 22 Einsätze haben müssen, damit sich mein Vertrag verlängert. Und mein Gehalt war abhängig von meinen Startelf-Einsätzen. Sprich, wenn ich da 22 Mal eingewechselt worden wäre, dann hätte ich meinen Vertrag verlängert, aber für halt ein viel, viel weniger Grundgehalt, als ich dato hatte. Ja, und deswegen bin ich gewechselt. Ja. Mhm. Auf jeden Fall eine super Geschichte, die Union Berlin jetzt in den letzten 3 Jahren da hingelegt hat. Jetzt auch das 3. Jahr in der Bundesliga. Eigentlich fast schade für dich, dass Union jetzt nicht auch noch in dieser zweiten Liga mit dabei ist, oder? Das ist alles gut so. Also was die Leute dort abgerissen, ich habe gerade den Faden ein bisschen verloren, also was Dirk Zingler mit seinem Team drumherum und jetzt gerade seit Urs Fischer da als mit seinem Trainerteam geleistet hat, Union Berlin ist einfach unfassbar. Ja, also da, klar, auch mit viel Glück aufzusteigen, muss man auch sagen. Ich glaube, es waren 55 oder 56 Punkte als Dritter. Das hätte letztes Jahr, gesagt, der HSV hatte 58 Punkte, nicht? Mhm, genau. Oder? Ja, richtig. Genau. Das hätte letzte Saison, da wären sie Fünfter oder Sechster geworden mit diesen Punkten, haben dann gegen Stuttgart 2-2 und 0-0 gespielt. Also auch kein Spiel gewonnen, aber dieses Glück brauchst du halt mal. Ja, das erarbeitest du ja auch über dich, erarbeitest du dir über eine Saison. Und Union ist aufgestiegen und was sie seitdem gemacht haben, ist natürlich unfassbar. Ja. Also, und jetzt, gerade letzte Saison mit dem Platz 7, ist natürlich, das hätte ja kein Mensch denken können, dass die Jungs so funktionieren und so die Liga aufmischen. Ja. Und jetzt international spielen. Ja. Club in Deutschland, der sich über diese Europa League 2 so richtig freut. Genau, diese Conference League oder wie sie auch heißt und wie auch das funktioniert, das sehe ich immer noch nicht so durch, aber ich hoffe, dass sie sich für die Gruppenphase qualifizieren. Weil ich will unbedingt auswärts europäisch mit Union Auswärtsspiele bestreiten und mitfahren. Ich darf ja auch noch Botschafter sein vom 1. FC Union Berlin, was mich natürlich auch sehr, sehr stolz macht. Und hoffe, dass es in der Qualifikationsrunde nicht den schweren Gegner gibt, sondern einen Gegner, den wir vielleicht irgendwie schlagen und dann in diese Gruppenphase einziehen. Weil dann bin ich noch mal einen Tag oder 2 Tage länger unterwegs und das freut sich meine Frau vielleicht nicht ganz so. Aber international werde ich auf jeden Fall einmal irgendwo hinfahren, wenn es möglich ist. War eigentlich der Kontakt zu den Fans bei Union auch immer ein besonderer? Schon damals auch zur aktiven Zeit, kann man das so sagen? Ja, definitiv. Also ich glaube, dass das sehr, sehr, sehr ausgeprägt ist bei Union Berlin. Weil ich habe da bis auf ein Spiel mal als Spieler, wo wir in Dresden 4-0 verloren haben, wo wir wirklich eine Katastrophe waren, jetzt nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Art und Weise, wo es das erste Mal dann wirklich ein bisschen Stress mit den Fans gab. Da wurde mal ein bisschen was geworfen, ein paar Becher und sonstiges. Das war wirklich das einzige Mal. Das Gute war, es war ein Samstagmittagsspiel. Am Sonntag gab es dieses Drachenbootrennen bei Union, wo die alle Fanclubs da sind. Und wir als Mannschaft gesagt haben, wir fahren dort geschlossen hin, den Sonntag. Und haben uns da ausgesprochen mit den Fans.
und das war, ich muss lügen, ich war 2011, 2012, habe es nicht mehr ganz auf dem Schirm, und nach diesen 0-4 in Dresden und diesen Drachenbootrennen mit den Fans, haben wir, glaube ich, anderthalb Stunden, zwei Stunden, hat sich jeder Spieler mit unterschiedlichen Fans unterhalten, ist dieser Zusammenhalt noch krasser geworden. Ja, und das wurde noch intensiver, weil wir uns gestellt haben und uns nicht verpisst haben. Und dann offen waren mit den Fans. Ja, und sie haben uns in den ganzen Jahren, die ich da war, fast 10 Jahre, von der ersten bis zur letzten Sekunde uns immer unterstützt, egal wie das Spiel lief, was das Ergebnis betraf. Sie wollen, und das können sie auch verlangen, das Gefühl haben, dass wir uns zerreißen auf dem Platz. Und solange sie das Gefühl haben, als Union-Fan, werden sie unterstützen bis zur letzten Sekunde. Und bei Union ist es jetzt so, Zuschauer, die eher abhauen, bevor das Spiel zu Ende ist, die werden ausgepfiffen. Ja, weil es da heißt, ey, das ist unsere Truppe, das ist unser Verein, unser Wappen, und da unterstützen wir bis zur letzten Sekunde. Das haben sie einfach verdient. Ja, und es ist natürlich immer einfach, im Erfolg da zu sein, aber gerade in schwierigen Zeiten ist es ja wichtig, zusammenzuhalten und zusammen den Turnaround zu schaffen, wenn es mal nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ja, das ist halt extrem, extrem ausgeprägt bei Union Berlin. Man merkt auf jeden Fall noch, es steckt sehr viel Union noch in dir drin. Ja, wie gesagt, 171 Zweitligaspiele. Wie kam es denn dann eigentlich, dass du jetzt Zweitliga-Experte wurdest bei Sky? Durch einen Zufall. Also ich habe vor knapp 2 Jahren auf Terrasse gesessen mit meiner Frau. Da gab es einen Anruf, eine Münchner Nummer, kannte ich nicht. Bin aber immer neugierig, gehe mal an unbekannten Nummern immer ran oder rufe zurück, weil ich wissen will, wer da was von mir möchte. Und da war Stefan Decker dran. Zweitliga-Sportchef und hat mich mal für eine Freitagsabendsendung eingeladen bei Sky. Bin da hingefahren, war dann, wie ich bin, habe das halt so gemacht, wie ich es für mich richtig halte. Habe da halt die Dinge so analysiert, wie ich sehe, wie ich empfinde. Und nach dem Auftritt, glaube ich, 2 oder 3 Wochen später, hat er mich nochmal angerufen und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte, 14-tägig abwechselnd mit Roberto Hilbert die zweite Liga zu begleiten. Optimalfall immer freitags, weil ich ja Samstag oder Sonntags immer mit der VSG Klinik meine Spiele hatte, als Co-Trainer, was ich jetzt ja immer noch mache. Und habe gesagt, natürlich, also da bin ich natürlich gern dabei. Ja, also bin auch ein kleines Glückskind, muss ich sagen, dass er mich da einfach an mich gedacht hat, mich angerufen hat, den Leuten das dann so gefallen hat, dass sie sich vorstellen konnten, komm, den Ossi, mit seiner speziellen Sprache kann man da ins Fernsehen stellen und gucken wir mal, wie das anläuft. Ja, und dann hat sich das halt so entwickelt. Und ich kenne natürlich auch viele Spieler und viele Spieler kennen auch mich. Und dann macht das, glaube ich, noch mehr Spaß, wenn man halt, und weil man es ja selber erlebt hat, die zweite Liga, den Profifußball, ja, dass man halt das auch rüberbringt dem Fan, der natürlich nach einer Niederlage gefrustet ist, aber verstehen muss, dass die Jungs auch nur Menschen sind. Die furzen und rübsen wie wir drei zusammen. Klar, die verdienen Schweinegeld, dafür können sie aber auch nichts. Ja, also wenn ihnen halt die 10 oder 100.000 oder 1 Million hingelegt werden im Monat, dann sagt ja niemand von uns wahrscheinlich, nein, das ist mir zu viel, ich mache das nicht. Ja, und dafür müssen sie natürlich, oder werden sie auch bewertet, Woche für Woche. Auch klar, damit müssen sie auch umgehen. Aber so bringe ich es rüber, damit der Fan versteht, ey, das war dann heute mal ein scheiß Tag. Ja, sowas gibt's halt. Ist ja nicht jeder gleich gut drauf. Und ja, und dann hat sich das so entwickelt, dass sie gesagt haben, komm, der dicke Matuschka macht das ganz gut, dann machen wir dann mit dem das halt weiter. Mir macht es unheimlich viel Spaß, weil die Jungs mich mitnehmen, die Spieler, aber auch Trainer und Manager, mit denen ich bis dato selten mal ein Wort gewechselt habe, die mich aber auch mitnehmen, weil sie wissen, glaube ich, dass ich nicht irgendeinen Scheiß erzähle, ja, auch keinen in die Pfanne haue, das mache ich nicht, ja, weil ich mich in vielen Situationen selber reinversetzen kann, als Spieler, auch jetzt auch als Trainer. Und weil Manager oder Trainer genau sagen, ey, der Experte, was quatscht der für eine Scheiß. Ja, und das ist halt auch für mich natürlich geil, dass die Trainer, Manager sagen, ja, so wie der Tusche das schon gesagt hat, so sehen wir das auch. Natürlich nicht immer, darum geht es ja nicht. Man kann ja auch, oder man soll ja auch diskutieren auf einem guten Level. Und das macht mich natürlich auch stolz, dass ich mitkriege, dass das vernünftig ankommt, das, was ich mache. Und ich bleibe mir treu, das ist mir das Wichtigste. Ja, klar. Du moderierst ja an der Seite von Stefan Hempel. Ihr kanntet euch vorher aber nicht schon, oder doch? Na, so ein bisschen mal aus meiner aktiven Zeit, aber natürlich nur flüchtig. Ja, das hat man natürlich mal gesehen und man hat den Namen mal gehört. Aber so richtig kennen natürlich jetzt nicht. Ja, das hat sich natürlich dann durch mein erstes Zweitliga-Jahr natürlich, wurde es natürlich immer besser.
Ja, und wir verstehen uns wirklich sehr, sehr gut. Aber überhaupt das gesamte Team macht echt Bock. Weil ohne Spaß auf Arbeit zu gehen, ist das Schlimmste, was man machen kann, glaube ich. Egal, in welcher Branche man arbeitet. Und ja, den Spaß habe ich, Woche für Woche dahin zu fahren mit dem Team. Ob das Stefan Hempel ist, ob das Habermann Kameke ist, ob das Yannick Erkenbrecher ist, Nele Schenker, mit der ich das nächste Saison immer abwechselnd machen werde, mit Yannick Erkenbrecher. Also das macht ja mit allen Bock. Mhm. Ja. Also, dass du und Stefan Hempel, dass ihr viel Spaß habt, das wird man auch merken, wenn man folgende Nachricht hört. Hey Partner, hier ist der, der immer für dich mitdenkt. Ich finde schön, dass du ein paar Kilo runter hast. Das wird den Leuten in UHD, wenn sie gucken, auch gefallen, weil wir mehr Zuschauer haben, schätze ich. Ich habe mal eine Frage an dich. Gibt es eigentlich so Typen wie dich noch in der zweiten Liga? Typ Tusche? Wenn ja, wer ist es denn? Wobei, so viel Gefühl im Fuß hat doch keiner, oder? Und denk dran, in Bremen pünktlich sein. Ich finde es ja gut, dass sie dich in Hamburg schon mal reingelassen haben. Und nicht vergessen, du bist nicht so gut, wie alle sagen. Ciao. Okay. Ja, sehr gut. Der Typ Tusche. Gibt's den noch? Ich glaube, jetzt in der nächsten Saison freue ich mich wirklich auf zwei Typen, die, glaube ich, wirklich noch so im Fußball leben und auch mal eine klare Meinung haben und nicht das sagen, was viele hören möchten. Löwansröm von Rostock und Stefan Kutschke von Ingolstadt. Also auf die beiden Typen freue ich mich. Auch vor der Kamera, weil du weißt, da kriegst du das, was sie denken, was sie fühlen. Und sie überlegen nicht, was müsste ich jetzt sagen zu der Situation, damit mich nicht irgendjemand links und rechts anpissen könnte, sondern die sagen, ey, das sind meine Emotionen, das ist das, was ich fühle. Und das möchte auch der Fan am TV hören. Ja, ich möchte nicht das Allglatte immer das hören, was jeder sagt oder viele sagen. Nee, weil das sind Gefühle nach Niederlagen, aber auch nach Siegen. Und das sollen die Jungs auch mal rauslassen. Aber ich weiß ja auch, wie das funktioniert. Sie werden natürlich oft genordet von den Pressesprechern. Ey, das und das und das in der Situation. Pass auf, was du sagst. Ja, die Medien, natürlich versucht man was rauszukitzeln. Ja, ich jetzt weniger als meine Kollegen. Ja, aber ich will einfach das rausfiltern, was sie gerade fühlen. Und das kriegst du bei den beiden Typen definitiv. Ja, ich erinnere mich da an ein Interview von Löhmanns Röben nach dem Aufstieg, glaube ich, mit Rostock. Ne? Ja, aber damit kann sich doch die meisten identifizieren, der meiste Fußballfan, ja. Weil er sieht, ey, das ist halt auch nur ein Mensch. Ja, und der haut dann mal was raus, was viele Kreisliga-Kicker vielleicht auch mal machen, dass er jetzt mal ein Bierchen trinkt. Ja, und dass das Gefühl geiler ist als Sex zu Hause. Ja, also, Mann, ja, aber wenn er das im Moment gerade so fühlt, und so denkt, ist doch geil. Guck mal, da stand überall, stand dieses Zitat drin. Oh, hier, das. Und jeder lacht drüber, ihr lacht ja genauso jetzt, ja. Aber das ist doch Fußball, ja. Und ich finde, dass das ja noch viel mehr raussprudeln sollte und dürfte von den Jungs. Aber ich weiß, dass es halt in dieser Gesellschaft oft nicht passt, dann irgendwas mal rauszuhauen, was vielleicht viele Leute nicht hören möchten. Aber es geht um Gefühle, das hast du gesagt. Und Gefühl im Fuß hattest du auf jeden Fall. Kutschke, Löhmanns Röben, würde ich sagen, da geht noch was an Gefühl im Fuß. wer fällt dir da sonst noch so ein in der zweiten Liga? Ach, da gibt's ja genug gute Kicker. Also, wie gesagt, Dudu wird Reis, finde ich ganz geil. Sonny Kittel finde ich überragend. Sebastian Kerk hat einen geilen Fuß, also was jetzt Standards betrifft. Ja, also da gibt es schon etliche, die wirklich gut kicken können, die wirklich einen richtig geilen Fuß haben. Leo Bittencourt bei Bremen. Ja, klar, jetzt gerade leider verletzt, glaube ich, jetzt am Wochenende. Aber auf den freue ich mich auch, wenn er denn da bleibt. Also da gibt es genug. Ja, also bin auch gespannt, wie der Aufsteiger, ob es da noch Überraschungen gibt, die man jetzt noch gar nicht so auf dem Schirm hat. Auch ich jetzt vielleicht nicht. Ja, aber das sind schon so geile Kicker, wo du sagst, Mann, die erkennen wirklich viel. Die wissen oft, bevor sie den Ball bekommen, was sie als nächstes machen. Und das macht dann auch oft den Unterschied, gerade auch in der zweiten Liga, dass man ja, vorher weiß, was ich für den nächsten Ball spiele zu meinem Kumpel, der danach dann auch vielleicht gut aussehen kann. Und auf diese Spieler freue ich mich immer besonders und da gucke ich immer genau hin. Lass uns mal ein bisschen über den HSV sprechen. Wird ja langsam mal Zeit im HSV-Podcast, ein bisschen intensiver zu analysieren. Wie stark schätzt du die Hamburger denn ein? Ach, auch das, ich finde es, auch allgemein die zweite Liga, die ist ja einzuschätzen, ist noch brutaler als die ganzen Jahre davor, weil es sehr, sehr ausgeglichen sein wird, die Leistungsdichte sehr, sehr eng ist.
Ich glaube, dass da Simon Terodde könnte schon wehtun, obwohl ich finde, dass Robert Glatzel, glaube ich, auch zweistellig Tore schießen wird, wenn er denn wirklich gesund bleibt und vorne mal spielen wird. Ich freue mich aber auch auf Winzheimer oder auf Robin Meissner, weil die das auch sehr, sehr gut gemacht haben und letztes Jahr nicht, oder gerade Winzheimer oft eingewechselt worden ist, aber wirklich sehr, sehr viele Scorerpunkte gemacht hat. Das ist irgendwie so ein bisschen verborgen geblieben. Ich habe mich selber gewundert, wo ich mal die Statistik gesehen habe, obwohl ich es jetzt gerade nicht im Kopf habe, aber er hat, glaube ich, sehr, sehr viele Tore vorbereitet. 12 oder 13 sogar. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also dafür, dass es oft ja nur wirklich von der Bank gekommen ist. Also man sieht, dass er da immer wieder Schwung reingebracht hat. Mal gucken, wie er jetzt in die Rolle spielt, ob er eine Rolle spielt, von Anfang an oder nicht. Robin Meissner hat es natürlich gerade unter Rubisch in den letzten Spielen gut gemacht. Kam ja auch irgendwie aus dem Nichts. Hat es aber da vorne in der Box echt gut gemacht, neben Simon. Ich glaube, Walter wird sicherlich nur mit einem Stürmer spielen. Keine Ahnung, ob er im 4-2-3-1 bleibt. Mal gucken, ob das sein Favorit ist oder nicht. Das könnt ihr vielleicht schon ein bisschen eher beurteilen als ich, weil ich sie ja noch nicht gesehen habe. Also im Moment sieht es eher nach einem 4-4-2 mit Raute aus. Und ja, vorne dann mit Glatzel, Winzheimer, vielleicht Jatta teilweise. Den lässt er dann auch ein bisschen offensiver spielen. Okay, auch da bin ich gespannt, ja, wie sie das machen. Und ansonsten, ja, Ludovic Reis habe ich jetzt, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal in den Mund genommen. Finde ich sehr, sehr guter Transfer. Glatzel finde ich vorne in der Box wirklich auch gut. Ja. Der HSV hat ja jetzt Terodde verloren, Sven Ulreich, Aaron Hunt, jetzt Gideon Jung, Khaled Naray, Rick van Drongelen ist zur Union Berlin gewechselt, also schon große Namen. Gekommen sind jetzt Glatzel, Reis, Jonas Meffert, Sebastian Schonlau, Miro Muheim und Mikkel Kaufmann. Vielleicht nicht die ganz großen Namen, aber vielleicht ein bisschen mehr frische Energie. Wie würdest du da den Kader einschätzen, gerade die Transferaktivitäten? Ja, wenn man schon sieht, Mikkel Kaufmann von Kopenhagen hat, glaube ich, letztes Jahr auch 15 Spiele gemacht bei Kopenhagen mit 20 Jahren. Also da muss schon Potenzial drin sein. Zumindest habe ich das mal so rausgeschrieben und rausgeguckt, dass er 15 Spiele gemacht hat. Vielleicht sagt ihr was anderes, aber das ist zumindest meine Information. Ludovic Reis hat letztes Jahr bewiesen, dass er bei Osnabrück eine richtig gute Rolle spielen kann. Und man muss überlegen, sie haben halt dann, oder sind ja abgestiegen. Und trotzdem ist das, glaube ich, wenn ich glaube, ich weiß, dass er auch ein guter Charakter ist, weil ich mit Markus Feldhoff gequatscht habe, weil es bei ihm darum ging, Relegation oder Europameisterschaft, ja ganz klar gesagt hat, ich bin Spieler von Osnabrück, ich spiele die Relegation und hat auch wirklich in der Kabine sehr, sehr viel Verantwortung übernommen, hat mir Markus Feldhoff gesagt, in Osnabrück, wo er selber überrascht war, weil er auch nur ausgeliehen war von Barcelona. Also ist da, glaube ich, da ein charakterstarker Spieler dazu geholt worden vom HSV. Muheim muss man gucken, linker Verteidiger, muss man mal sehen, wo Leibold dann hingeht. Zumindest hat er die meisten Spiele Linksverteidiger gespielt in St. Gallen. Muheim, oder? Ja, genau, kann auch offensiver spielen, aber ich glaube, seine Stammposition ist links hinten. Klar, Meffert kennt die zweite Liga, ist auch wichtig. Ja, ich glaube, ein sehr, sehr guter Transfer, ein guter Spieler. Schonlau, direkt Kapitän. Schonlau natürlich, klar, also ich glaube, ablösefrei zu holen, war ja auch in Paderborn, glaube ich, Kapitän gewesen. Jetzt von Tim Walter, glaube ich, wieder bestimmt worden. Heute gerade so gelesen mit Toni Leistner, dass er ihn wohl rasiert aktuell. Schon ein bisschen Unruhe vom ersten Spiel. Auch nicht jetzt nur, weil ich jetzt Toni kenne persönlich, aber ich glaube, er war letztes Jahr schon einer, der dann immer noch von der Mentalität herausgestochen hat. Und wenn man sieht, die Spiele mit Toni Leistner vom HSV und ohne, spricht vieles für Toni Leistner. Jetzt muss man gucken. Fakt ist, das ist so eine Baustelle für einen neuen Trainer, die ruhiger wird, wenn es läuft und Punkte eingefahren werden, die natürlich mehr aufgebauscht wird, wenn es nicht läuft. Und wenn vielleicht dann sogar der Spieler, der anstatt Toni spielt, vielleicht einen Fehler macht oder sonstiges. Da bin ich gespannt, ja, wie man damit umgeht. Und wie die Mannschaft Tim Walter annimmt als Trainer, seine Spielphilosophie. Tim Walter hat er selber von sich gesagt, er hat sich selbst reflektiert, hat aus seinen Fehlern, die er gemacht hat, in den Stationen davor auch gelernt. Bin gespannt. Wie gut kennst du ihn, Tim Walter, als Trainer? Ich persönlich gar nicht. Ich kann nur das sagen, wie er auf mich gewirkt hat in den Stationen davor. Für mich so ein bisschen von oben herab, was die Spieler betrifft. Und das, wenn es so ist, ohne dass ich es weiß, ja, das ist nur mein Eindruck. Nicht falsch verstehen, das ist ganz wichtig. Wenn es so sein sollte und er vielleicht wenig Empathie hat zu den Spielern,
und es nicht läuft, kann die Gefahr schnell sein, dass er die Kabine verliert, wenn er denn so agiert. Wie gesagt, weiß ich nicht. Nur mein Eindruck aus den Stationen davor und aus seinem eigenen, was er gesagt hat. Also er hat es auch in irgendeinem Interview gesagt, dass er sich selbst reflektiert hat und aus seinen Fehlern gelernt hat. Also weiß er ja, dass irgendwas vielleicht nicht richtig gewesen ist an seiner Person, was ja gut ist, wenn man an sich arbeitet und mitkriegt, okay, komm, sich selbst reflektieren ist ganz, ganz wichtig. Heutzutage gibt es leider auch zu selten für mich, in meinen Augen, was Spieler und anderen handelnden Personen betrifft. Aber das ist halt so. Genau, da bin ich gespannt. Das ist, glaube ich, bei ihm umso wichtiger, als gerade beim HSV richtig gut in die Saison zu starten. Das ist, glaube ich, beim HSV wichtig und gerade auch jetzt für Tim Walter, aber es wäre auch für jeden anderen Trainer wichtig. Na klar. Aber wie gesagt, wenn das mein Gefühl ein bisschen recht gibt, dass er davor so war, wie ich es einschätze, dann kann es ganz schnell ganz, ganz unruhig werden, wenn die Ergebnisse nicht kommen. Es ist ja, er versucht ja auch, glaube ich, oder früher hat er das auch immer gemacht, bei seinen Teams so Reize zu setzen, ne? Auch die dann, und das, du hast ja viele Spiele auch das HSV gesehen, wo man dann dachte, oh, gegen sogenannte kleinere Teams, dass sie dann nicht so gebissen haben, Einsatz und irgendwie Kampf, das sind irgendwie so Plattitüden, aber es ist ja auch ein bisschen so, dass sie da nicht alles aus sich rausgeholt haben. Und das versucht er natürlich auch, so was, ich bin beim Training nicht dabei, aber das, was man auch immer lesen konnte oder was die Jungs so erzählt haben, ne, dass er auch im Training das immer versucht zu stützen. Und ist da die Gefahr aber auch da, dass man dann so, wenn ich so dir zuhöre, dass man da auch überpaced, dass man zu viel so, also wenn es gut läuft, ist ja prima, aber dass die Gefahr ist dabei? Definitiv. Also ich glaube, dass er das, was er, glaube ich, reinbringen will, diesen unbedingten Willen und dieses, ich will kein Spiel zu verlieren, das hat man ja sowieso als Fußballer drin. Ja? Manchmal kriegt man es halt nicht auf den Platz. Ja? Und natürlich kann ich das als Trainer einfordern, auch im Training. Ich habe jetzt irgendwo mal, glaube ich, vor 2 Wochen was gelesen mit Strafen, mit irgendwie Rollen über den ganzen Platz oder und solche Dinge. Ja, kann man machen. Aber nicht mit Torf Matuschka. Ach, bei mir wäre halt nur der Platz dann kaputt gewesen, wenn ich über einen halben Platz Rollen gemacht hätte machen müssen, dann wäre es schwierig geworden, ja. Obwohl, das wäre eine gute Walze gewesen. Ich finde, dass das schwierig ist, wenn es zu viel wird. Ich finde, ich bin Co-Trainer 4. Liga, also ist was ganz, ganz anderes, ja, auch medial und sonstiges, was das Niveau vielleicht auch betrifft. Aber wir versuchen mit meinem Trainer Carsten Heine zu belohnen, wenn jemand ein Spiel gewinnt. Aber auch da, das ist immer so ein 50-50-Ding. Ja? Belohnung wäre, dass du die Rollen nicht machen musst. Nee, dass sie von uns was bekommen, dass sie vielleicht einen Lauf weniger machen müssen. Ja? Solche Dinge kann man ja auch machen. Dass man belohnt, wenn jemand gewinnt. Ja? Immer nur Strafe, boah, ist schwierig, gerade aus der Emotion heraus. Jetzt im Trainingsspiel ist das was anderes. Ja? Aber gerade nach Niederlagen in der Saison, am Wochenende, wenn man dann aus der Emotion heraus irgendwelche Strafeinheiten macht, ich glaube, das ist nicht mehr in Mode. Da verlierst du schnell die Jungs. Das ging damals noch mit Ede Geier. Da haben ja alle die Fresse gehalten auf gut Deutsch und waren froh, dass er uns in Ruhe gelassen hat. Und wir mussten halt laufen und Sonstiges. Aber auch das hat sich geändert. Und da kann die Gefahr sein, dass er wieder nochmal schnell die Kabine verlieren könnte, wenn er sie dann schon hinter sich hat. Das ist ja auch die Frage, ja. Weil ein neuer Trainer, der verändert viel. So, jetzt ist Toni Leisner ein Beispiel. Andere trifft es vielleicht auch, die letztes Jahr vielleicht eine gute Rolle gespielt haben, sportlich. Ja, wie gesagt, wenn es gut läuft, müssen die anderen, die es jetzt gerade trifft, die Schnauze halten. Ja. Und seine Argumente sind da, dass er sagt, ey, ich habe alles richtig gemacht. Ja, und da sind dann seine Methoden auch alle richtig, wenn es sportlich gut läuft. Was sind denn die Methoden des Trainers Thorsten Matuschka in der 4. Liga? Eher der Typ Ede Geier oder vielleicht doch eher Kumpeltyp, bisschen Richtung Klopp? Zuckerbrot und Peitsche ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man, glaube ich, heutzutage agieren sollte. Nicht muss, agieren sollte, aber auch das muss jeder für sich selber rausfinden. Ja? Also ich bin ein Typ, ich bin bei uns jetzt zuständig für Passformen, für Standards, für Angriffszüge, für Abschlüsse bei uns im Training. Und da will ich in den Minuten, die wir das machen, höchste Konzentration und will Qualität reinkriegen. Nicht Quantität, sondern Qualität. Und bin immer positiv, aber wenn ich mitkriege, dass ein Spieler den 5. Pass
scheiße spielt, dann kriegt er von mir auch mal vor allem mal eine Ansage, weil ich weiß, wie wichtig das ist, wenn es nur um die Passform geht. Ja, wie weit, das bringt mich als Spieler einfach weiter, aber auch als Mannschaft, wenn jeder Pass der richtige Pass ist, die richtige Passschärfe ist, die richtige Passlänge ist, der erste Kontakt gut ist. Und wenn ich mitkriege, dass einer jetzt wieder so, dass nur eine Minute kann, sich zu konzentrieren, da explodiere ich dann auch mal. Aber sag's dann mal schroff, aber gib trotzdem ein positives Gefühl. Komm, jetzt reiß dich mal zusammen und komm mal aus dem Quark und weiter geht's jetzt, Männer. Komm und pusht euch. Und so gehe ich rein. Aber wie gesagt, ich bin auch nur Co-Trainer. Ich stehe nicht ich habe nicht das Ganze. Das hat Carsten Heine. Wir ergänzen uns da ganz gut. Ich bin der Typ, der es halt dann mehr aus der Emotion herausbringt. Ja, aber trotzdem bin ich, glaube ich, zu 90% immer positiv. Aber ich kann auch anders. Was man, die Leute, die mich kennen, glauben das manchmal gar nicht. Aber wenn mich manche Dinge richtig annerven, dann kann ich auch mal kurz Gas geben. Und da finde ich, da müssen die Jungs auch mit umgehen können. Weil ich habe früher von Ede oder von Uwe Neuhaus, auch dort gab es Videoauswertungen. Ja, da hat man halt mal gesehen, da war es dann am Wochenende halt schlecht. Dann hast du das nochmal eine halbe Stunde auf dem Video gesehen. Und bist immer kleiner geworden, dass ihr sagt, okay, nächste Woche will ich jetzt hier nicht wieder, ihr habt immer gesagt, Geburtstag haben vor der ganzen Truppe. Ja, und heutzutage musst du ja da schon aufpassen, dass man, wenn man Videoauswertung macht, zu sagen, Männer, wenn jetzt mal ein Name dreimal genannt wird, das ist nicht persönlich. Also da hat sich das ja geändert. Ja. Und so gehen wir an die Sache ran und ich. Und auch da, Mann, bei 25 Spielern gibt es auch ein paar, die sagen, ey, der Tusche geht mir richtig auf den Sack. Das ist halt nun mal so. Du wirst nie alle zufriedenstellen können in so einem großen Kader. Das ist halt nun mal der Fakt. Du spielst ja ab und zu auch noch mal selber mit, im Training zumindest, bei Alt-Glienicke, auch in Köpenick, ne? Ja, genau. Ja. Wenn die Mannschaft dann zum Waldlauf geht, ist Matuschka dann dabei oder drückt er sich? Da bin ich nicht dabei. Da hole ich dann die Materialien zusammen oder sonstiges, da mache ich mich schön aus dem Staub. Obwohl es mir auch gut tun würde, aber ich muss sagen, dann so zu laufen, boah, das ist echt schon cool. Obwohl ich das, muss ich sagen, ja, viele haben immer gedacht, ich bin nicht viel gelaufen und sonstiges. Ich konnte zwar nicht schnell laufen, ja, aber ich war ausdauernd, ich konnte immer den Kopf ausschalten und war bei den 1000-Meter-Läufen oder auch wenn es 50 Minuten ging, immer gut dabei, weil ich meinen Kopf ausschalten konnte, an schöne Dinge gedacht habe. Und das konnte ich, muss ich sagen, ja, also nur nicht schnell. Das war halt mein Problem. Ja, das deckt sich mit unseren Recherchen. Wir haben ja auch mal deinen Athletiktrainer gefragt, wie du es mit dem Konditionstraining so hältst. Und Roman Linke natürlich. Weißt du eigentlich, dass er als Torwarttrainer früher mal in der Jugend des HSV aktiv war? Ja, das weiß ich. Also er ist auch immer noch sehr großer HSV-Fan. Ich glaube, er war sogar mal unter Maskottchen, war er auch mal drin gewesen. Das hat er euch nicht erzählt, das hat er mir auch mal gesagt. Also okay. Er ist sehr, sehr, hat auch viel in seinem Büro HSV und verfolgt das sehr intensiv. Ich persönlich habe noch einen sehr, sehr guten Kumpel aus Cottbus. Der hat ein unfassbares HSV-Zimmer. Also mit Dingen, glaube ich, die sehr, sehr, sehr viel wert sind, weil es die kaum gibt. Er ist ein Freak, wirklich ein richtiger Freak, was den HSV betrifft. Ich hoffe, dass ich mal mit Sky den mal besuchen kommen darf. Dann könnt ihr das auch mal sehen, weil der beleuchtet vor jedem Spiel seine Hauswand mit dem HSV-Emblem, mit so einer Leuchte und ist dann halt nicht ansprechbar. Ja, also der ist echt, echt krass, aber ein cooler Typ. Und wenn jetzt wieder Zuschauer zugelassen sind, ist er bei jedem Spiel dabei. Also wenn er die Karten bekommt, ist er in jedem Spiel, also fährt aus Cottbus immer nach Hamburg zu den Heimspielen und leidet da in den letzten Jahren sehr, sehr oft. HSV-Fans sind natürlich oft von uns dann natürlich auch die Dinge noch anhören. Ja, HSV-Fans sind auf jeden Fall leidensfähig, aber auch sehr leidenschaftlich, auch wie Roman Linke. Du hast es gesagt, HSV-Fan und du kannst es dir vorstellen, er hat auch eine Frage an dich, genauer gesagt sind es drei. Hallo lieber Tusche, hier ist dein Lieblingsflugbegleiter von der VSG, dein Tor- und Athletiktrainer. Tusche, erstmal vielen, vielen Dank, dass du immer da bist, wenn man dich braucht, dass du immer ein offenes Ohr hast. Das weiß ich sehr zu schätzen. Aber jetzt kommen wir mal zum Eingemachten. Ich habe tatsächlich drei Fragen an dich. Die erste ist, wenn du Backgammon mit den Jungen spielst, ist das immer legal, wenn du gewinnst? Das muss ich wirklich mal fragen, weil es überragend ist. Zweite Frage, hast du bei Matheaufgaben deinen Lehrer jemals
in jedweder Form korrigieren müssen, weil du einfach besser warst in dem, was du da getan hast. Und dritte Frage. Tusche, wir haben in den letzten Tagen oft und viel drüber gesprochen. Mir fehlt tatsächlich das Verständnis, dass du St. Pauli vor den HSV setzen kannst in der Tabelle. Das hat sehr weh getan. Wie gedenkst du, das wieder gut zu machen? Stichwort Palme. In diesem Sinne, wie du sagen würdest, sportfrei, Roman. Sehr gut. Also, Backgammon habe ich in meiner Cottbuser Zeit gelernt, in der Kabine. Ein sehr, sehr geiles Spiel. Habe das mit Sven Michel immer gespielt, mit Manuel Zeitz, mit Manuel Perledei. Hab dann noch zwei. Tochter. Ja, jetzt, die seit einer Woche trainiere ich sie. Und gestern ging das Spiel 3-3 aus, also hat es gut gemacht. War offenbar immer nicht Cottbus, ganz legal, oder? Doch. In Cottbus habt ihr noch, glaube ich, zwei Bretter mal kaputt gemacht, weil ich es hasse zu verlieren. Ja, und wenn einer dann noch so ein Würfelglück hat, was ich ja selber auch oft habe, weil es ist ja auch oft Würfelglück, dieses Spiel. Aber ich finde es einfach genial, ja, weil du da stundenlang verbringen kannst. Und ich habe den Jungs bei der Faust gesagt, ihr könnt euch in jeder Mittagspause bei mir melden. Ich habe meinen Koffer mit. Meldet euch, wir spielen gerne. Ihr legt den Einsatz fest. Und die letzten Male bin, ja, durch Zufall immer ich als Sieger rausgekommen. Reiner Und Zufall. Das legal. Ganz wichtig. Okay, auf jeden Fall müssen die Mitspieler da finanziell leiden, das habe ich schon gehört. Zweite Frage war Mathematik. Das war offenbar ein Steckenpferd von dir, oder was meint der Kollege Linke? Nee, da bin ich ganz, ganz gut, gerade im Kopfrechnen und sowas. Ich mache auch Hausaufgaben, Mathematik mache ich mit meiner Tochter und den Rest macht meine Frau. Deutsch, naja, kriegt er selber ab und zu mal mit, ist dann jetzt auch nicht so. Englisch, schwierig, das macht halt wieder meine Frau, aber Mathe, muss ich sagen, war ich immer ganz gut, habe das auch gerne gemacht und auch jetzt noch. Ich rechne gerne, gucke mir gerne Statistiken an und sowas. Ich bin so ein Zahlenfreak, also nicht ein Freak, aber gucke das gerne an und ja, helft den Jungs dort bei uns bei der VSG, wenn sie da mal Probleme haben, rechnen ihnen irgendwas vor oder sonstiges, da bin ich gerne bereit, Hilfe zu stellen. Aber dann ist ja wirklich dann die perfekte Überleitung zu die Frage, ob du richtig gerechnet hast bei deiner Tipptabelle mit den Top 3. Das musst du mal erklären, wie das passieren konnte. Okay, ich habe ja auch von Schulle, habe ich auch schon eine Nachricht bekommen von Timo Schulz, vom Trainer vom FC St. Pauli, ob ich besoffen war, wo ich das gesagt habe. letzten Donnerstag waren wir in Sky, hatten wir diese Medienrunde mit Mirko Slomka, Nele Schenker und Stefan Hempel und mir und habe gesagt, dass es ja immer eine Überraschungsmannschaft gibt in der zweiten Liga, in jedem Jahr. Das Heidenheim war vor 2 Jahren, letztes Jahr Kiel, konnte man auch nicht so erwarten. Oder selbst Kräuter Fürth, die hochgehen und Bochum. Also ich glaube, die hatte keiner auf dem Schirm vor der Saison, also ich nicht. Deswegen habe ich gesagt, dass ich St. Pauli das zutrauen würde. Weiß ich aber nicht, dass sie automatisch dann vom HSV landen. Nein, natürlich nicht, weil ich habe ja letztes Jahr eine Tabelle erstellt. Da hatte ich, glaube ich, nur Würzburger Kickers richtig auf Platz 18 und Erzgebirge auch auf Platz 12 oder 13, die sie geworden sind. Also alles andere war eine Vollkatastrophe. Also HSV Platz 4 hätte man drauf kommen können. Bitte? HSV Platz 4 hätte man drauf kommen können. Die habe ich ja jetzt auf 4 gesetzt. Okay. Aber das wird wahrscheinlich ja eh alles nicht das. Aber man muss sich ja festlegen, man muss ja auch 3 Absteiger oder 2 Absteiger festlegen. Ja, das ist dann immer das Schwierige, wenn man dann der Experte ist und dann eine Tabelle erstellen muss. Die habe ich gemacht und habe halt St. Pauli, traue ich dem Platz 3 zu, weil sie gerade in der Rückrunde, ja, zweitbeste Team war hinter Darmstadt, die haben die sogar noch überholt. Und das FC St. Pauli ist natürlich, ja, die sind schon ruhig geblieben, ja, also ich glaube, bei vielen, vielen anderen Vereinen wäre der Trainer schon eher geflogen. Der Verein hat Schulle da vertraut, haben dann ja irgendwann den Turnaround geschafft und haben dann eine überragende Rückrunde gespielt und richtig guten Fußball, muss man sagen, ja, das haben sie ja wirklich gemacht. Und natürlich weiß ich auch, das habe ich Schulle auch geschrieben, habe ihnen das auch erklärt, dass Mamouche und Salazar natürlich 2 wichtige Spieler weg sind, ja. Aber ich habe jetzt einfach mal St. Pauli rausgehauen. Auch aufgrund von Timo Schulz, den kennst du offenbar persönlich auch ganz gut. Ja, sicherlich. Ich finde aber auch so St. Pauli sehr sympathisch. Also dem Verein, ich habe doch mal gerne gespielt. Ich habe auch immer richtig gute Spiele gemacht gegen St. Pauli, entweder am Millerntor oder bei uns zu Hause. Vielleicht kommt das auch davon.
Der Boller hat mich 2016 zu seinem Abschiedsspiel eingeladen. Vielleicht auch davon, aber weil es immer Bock gemacht hat, dort zu spielen. Ja, optimalfall immer freitags, Abend, Flutlicht. Auch gegen beim Timo HSV. Schulz? Bitte? Auch gegen Timo Schulz ab und zu? Ja, gegen Schulz auch, natürlich auch. Damals Regionalliga und Dritte Liga, glaube ich, auch. Ja, aber die waren ja auch ein fester Kern über viele Jahre. Ob das der Boller war, ob das der Schulle war. Da gab es ja etliche Spieler, die ähnlich wie bei uns mit Union Berlin den Weg mitgegangen haben oder mitgegangen sind. Ich glaube, Boller sogar von der Oberliga bis in die Bundesliga. Bei uns aus der Oberliga bis in die zweite Liga. Also da hat man schon oft viele Spiele gegeneinander bestritten. Und deswegen ist mir dann St. Pauli eingefallen, weil ich auch mit der Frage nicht gerechnet habe, davon abgesehen. Aber wir gucken, wie gesagt, das zu tippen, diese zweite Liga, ist für mich schier unmöglich, dass man da irgendetwas vorausahnen kann und überzeugt davon ist, dass es so kommt. Ich meine, nimm mal Werder Bremen, da würde man ja eigentlich auch erwarten, die gehen natürlich gleich wieder hoch, aber jetzt hat Baumann, glaube ich, gerade gesagt, ja, er wartet noch bis Ende der Transferperiode 15 bis 20 Transfers. Ne? Und irgendwie in ein paar Tagen geht es jetzt los mit der Liga. Also wie will man da eigentlich auch über das wirkliche Leistungsvermögen auch der vermeintlichen oder mutmaßlichen Top-Teams sprechen? Ne? Also, das haben wir Donnerstag ja auch in der Sky-Runde gesagt. Das Stand jetzt, wenn ich wüsste, dass Werder Bremen so zusammenbleibt, würde ich sie auf 1 setzen, weil sie dann qualitativ die beste Mannschaft haben. Aber bis zum 31.8. wird, glaube ich, dann auch so viel passieren. Und so wie du sagst, das hat Baumann gesagt, 15 bis 20 Transfers, das ist ja der blanke Wahnsinn. Also was da noch alles passieren wird. Jetzt ist Leo Bittencourt, wenn er den Dart bleibt, auch nochmal verletzt. Irgendwann anderes fehlt wahrscheinlich 4 bis 6 Wochen. Auch ein sehr, sehr wichtiger Spieler in der Offensive. Ja, der auch weg ist. Und dann weiß ich nicht, was mit Sargent passiert. Osako, ach, wie sie alle heißen, Füllkrug, den ich eine richtig gute Rolle zutrauen würde, wenn er gesund bleibt und bei Bremen bleibt, glaube ich, schießt er auch viele, viele Tore. Ja, was gibt es noch? Maximilian Eggestein, da gibt es ja so viele Spieler, wo du sagst, Alter, die wollen ja einen Friedel, Augustinsson, Pavlenka. Da kann man ja, also da weiß man ja gar nicht, wo man anfängt, wo man aufhört. Ja, dass die alle den natürlich auch weiter in erste Liga spielen wollen oder im Ausland in der ersten Liga spielen wollen, ist ja auch klar. Dazu kommt noch, ich weiß nicht, wie viel Transfererlöse Werder Bremen noch erzielen muss, damit es halt auch finanziell hinhaut. Ja, also deswegen habe ich sie auf 2 gesetzt, Bremen, und Schalke 04 auf 1, weil ich glaube, dass sich Schalke sehr, sehr clever verstärkt hat, mit sehr viel Erfahrung, Altersstruktur sehr, sehr hoch, mit Kaminski 29, Lazar Paulsson bei der Glaube 30, Simon Terodde 33, Bülter 28, sehr, sehr viel Tempo, Ranfield kenne ich nicht, aus Österreich 29, aber hat er auch eine gute Statistik gehabt, mit dem Linksverteidiger Uwe Can, oder wie, weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, haben sie noch einen geholt, Romano Schmid finde ich sehr interessant, was Bremen betrifft, der dort bleibt, ja, im Bomben, Agu, also das sind schon dann auch ein paar gute. Nee, das ist ja bei Bremen, mein Gott, ich laber eine Scheiße. Kurz verrutscht. Aber Schalke ist auf jeden Fall. Ich bin ja bei Schalke, sorry. Bei Schalke habe ich ja gerade gesagt. Und dazu haben sie eine sehr erfahrene Achse mit 5, 6 Spielern. Und ich glaube, sie haben da sehr, sehr viele talentierte Spieler, die richtig Bock haben und stolz sein müssen, dieses Schalke-Trikot und Wappen tragen zu dürfen und dort ihren nächsten Step als Profifußballer gehen zu dürfen. Neben den Erfahrenen, die dann funktionieren müssen. Sie wissen auf Schalke, da ist von ersten Spieltag an Druck, ohne Ende. Und sie müssen, gerade die Erfahrenen, die ich gerade angesprochen habe, die Achse, müssen vorne weggehen und müssen funktionieren. Simon Terodde. Müssen gerade, ja. Simon Terodde kennst du ja persönlich sehr gut. Sie seit Jahren befreundet. Wird er die Aufstiegsversicherung für Schalke 04? Beim HSV hat man das ja auch gedacht. Hat ja auch fast geklappt. Ja, ich meine, das war Schalke läuft's besser. Ich glaube, Simon hat ja trotzdem, glaube ich, 24 Tore gemacht. Oder 25 letzte Saison, nicht? Und nur Simon alleine wird es natürlich auch schwer, dass er natürlich dann auch, er hatte natürlich, glaube ich, überragende ersten 15 Spiele, wo er sehr, sehr viel gescored hat. Ja, dann lief es allgemein nicht mehr so, auch bei ihm nicht mehr. Aber dann müssen ja auch, wenn er dann halt ausgeschaltet werden oder ausgeschalten ist, dann müssen halt links und rechts die Jungs funktionieren und scoren. Und das ist beim HSV dann gerade in der Endphase nicht gewesen. Dann haben sich alle auf Simon konzentriert. Ja, Simon trifft nicht. Aber der Junge kann ja nicht immer 35 Tore schießen oder 30. Ich meine, er hat trotzdem 24 geschossen. Ja, und die Station davor, ob das Stuttgart war,
Hat er Köln auch mal hochgeschossen? Nee, nicht? Ja. Oder ja, doch? Ja. Doch nicht? 29 Tore sogar. Genau, also ich meine, er macht ja trotzdem seine 20 Tore plus eigentlich in der zweiten Saison. Und jeder weiß, dass Simon Torhüter da vorne ist. Und jeder Trainer sagt, ey, auf den müsst ihr aufpassen. Ja, aber Simon bindet ja auch Spieler. Ja, und deswegen glaube ich, dass er wieder 15 bis 20 Tore schießen wird, wenn er die Spiele macht und gesund bleibt, bin ich mir das sicher, dass er die Buden wieder macht, weil er in der Box einfach ein unfassbares Näschen hat und auch Tore vorbereiten kann. Und den kannst du in der Box kaum verteidigen, weil er natürlich auch die Erfahrung jetzt mitkriegt, das Selbstverständnis in den letzten Jahren mit reingekriegt hat, dass er weiß, ey, ich mache meine Buden. Die Jungs brauchen mich nur irgendwie in der Box finden. Und dann ist er halt so clever mit der Gegenbewegung oder antizipieren, dass er da ist. Riecht da wirklich Situationen voraus, wo für sich vielleicht mal ein Verteidiger verschätzt, da ist er da und macht die Dinger rein. Ja, aber dass er natürlich jetzt nicht der Pressing-Spieler ist, das ist ja auch klar. Das Spiel muss natürlich schon ein Stück weit auf Simon zugeschnitten sein. Und wenn das ist und das funktioniert, bombt er ohne Ende. Also er hat eine unfassbare Quote. Über ihn, über seine Qualitäten brauchen wir nicht reden. Naja, wenn du jetzt bei uns hier zu Gast bist, darf er natürlich auch nicht fehlen mit einer Frage. Und Henrik, bitte sei so nett. Ja, moin Tusche. Simon hier, Grüße aus Gelsenkirchen. Ich habe gehört, du bist im Podcast vom Hamburger Abendblatt. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass du ja die Runde bereichern wirst mit der Art und Weise, wie du es auch damals als Kapitän gemacht hast bei Union Berlin. Und ja, mir hat einfach imponiert, wie du davor wegmarschiert bist auf dem Platz, hast da immer dein letztes Hemd gegeben, aber auch neben dem Platz hast du die Mannschaft immer im Griff gehabt. Du wusstest, wann die Mannschaft vielleicht auch mal einen freien Tag braucht oder mal so einen Mannschaftsabend, wo wir dann auch ja mal so eine 0-1-Niederlage vielleicht auch mal nachts um 3 Uhr nochmal gedreht haben zum 2-1-Heimsieg. Also gab ja auch ein, zwei Ausrutscher vielleicht, die du dir mal geleistet hast. Und da gehört sicherlich auch dein Hausverbot bei Mediamarkt dazu. Ist das oder wurde das eigentlich aufgehoben? Vielleicht könntest du das ja mal aufklären. Ich glaube, die Hörer würden das auch gerne mal wissen. Grüße und viel Spaß noch. Ja, jetzt wird es spannend, würde ich sagen. Hausverbot bei Mediamarkt. Sehr gut. Wie geht das denn? Wann war das, ey? 2012 oder 2013 gab es eine Aktion von Mediamarkt. Ich glaube, es war 2012, war die EM, ja nicht? Mhm. Ich glaube, da gab es eine Aktion, dass man für jedes Produkt, was man beim Mediamarkt gekauft hat, sagen wir mal so, pro Kassenzettel, den man bekommen hat. Also wenn ich mir jetzt 5 Produkte gekauft habe und habe mir jeweils 5 einzeln abrechnen lassen, hatte ich 5 Kassenzettel, durfte dann 5-mal an der Torwand schießen. Pro Treffer, den ich lande, an dieser Torwand, muss ich aber vorher einen Kassenzettel abgeben und dann habe ich das Geld wiederbekommen. Sprich, Kassenzettel abgegeben, getroffen, Geld wiederbekommen. Ich damals mit meinem Zimmerkollegen bei Union Berlin, ich glaube 6 Jahre waren wir zusammen auf dem Zimmer, Christoph Menz, hat mir das gesagt, ich glaube am vorletzten Tag, Tuschel, lass so eine Aktion, lass uns da mal hinfahren. Ich habe gesagt, komm, okay, passt eigentlich, ich wollte immer einen neuen Fernseher holen und eine Soundanlage. Neue Stereoanlage, ja. Genau. Und haben uns dann, glaube ich, jeder, ich muss sagen, glaube ich, 1.800 € eingepackt, weil wir bar bezahlen wollten. Weil wir gesagt haben, falls wir treffen, kriegen wir das bar wieder und können weiter reinmarschieren. So haben wir uns jeweils denselben Fernseher gekauft. Selben oder gleichen, wie sagt man? Da sehe ich immer nicht durch. Den gleichen. Den gleichen und die gleiche Soundanlage. Haben die natürlich dann pro Fernseher und pro Soundanlage uns jeweils einen Zettel geben lassen. Hab mir dann halt so eine Halbschuhe angezogen. Menz hat sich natürlich nicht zugetraut zu schießen. Ich muss sagen, die Torwand war anders als die normalen, wo es links unten und rechts oben war, sondern da war in der Mitte ein Loch. Das war relativ, relativ groß. Und wir sind raus, da hatten wir noch einen dritten Kumpel dabei. Den haben wir gesagt, du gibst jetzt, ich wollte nicht wissen, für wen ich was schieße. Und weil der Fernseher war ein bisschen teurer als die Soundanlage, ich wollte nicht wissen, für was ich jetzt gerade schieße. Er hat das abgegeben, ich habe geschossen, habe 2 von 4 getroffen, haben einmal den Fernseher das Geld wiederbekommen und einmal die Soundanlage. Und wir haben vorher gesagt mit Mensa, okay, wenn ich treffe, machen wir immer 50-50.
So, haben dann, ich glaube, 1,8 wiedergekriegt, weil ich glaube, die Soundanlage war 600 und der Fernseher war 1,2. Sind mit den Kassenzettel rein, haben uns das Geld wiedergegeben und sind wieder rein. Haben uns dann für die 1,8, weil die wollten wir ja sowieso ausgeben, uns wieder andere Materialien geholt. und dann nochmal geschossen. iPads, ich habe meine Frau auf Arbeit angerufen, wir brauchen noch einen Drucker, wir brauchen eine Kaffeemaschine. hier Nintendo Wii mit Super Mario, mit den Lenkrädern, die Spiele dazu. Hab dann für 1.800 Euro haben wir wieder Zeug geholt, haben jedes Einzelne abgerechnet. Und ich glaube, am Ende des Tages, wo sie dann mitbekommen haben, wer wir sind, nach dem letzten Mal, wo wir das Geld eingetauscht haben, sind wir mit 600 Euro bar jeder nochmal nach Hause gefahren und hatten aber Zeug für knapp 8.000 Euro im Auto. Und die haben dann gesagt... Kam dann irgendwann der Geschäftsführer oder wie? Na, das nicht, aber der Geschäftsführer dachte von dem Makler, der Matuschka wäre cool, wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr schießen würden. ja, wir haben mitgekriegt, sie sind ja auch Profifußballer und vielleicht ist es doch vielleicht zu einfach und ja, kein Problem. Dann hat Christoph Menz seinen Vater angerufen, weil wir ein größeres Auto brauchten, mit dem wir da waren. Hat dann so einen Mercedes Sprinter geholt und haben das ganze Zeug eingepackt und haben, wie gesagt, glaube ich, 2.400 Euro ausgegeben und hatten für 8.000 Euro Zeug dort stehen. Also wirklich, ich glaube, 4 iPads, 6 Lenkräder von Super Mario, wie die beiden Fernseher, die beiden Soundanlagen, Drucker, Handys, noch für einen Kumpel, also wirklich unfassbar. Ja. Da, glaube, du sitzt auch gerade vom iPad, ne? Ist das auch von Mediamarkt? Nee, das habe ich mir vom Netz her geholt, aber 2 von den 4 habe ich sogar noch zu Hause. Da hat unsere Tochter eins davon. Also die funktionieren noch. Aber jetzt hast du auch Verbot, oder wie kam es dazu jetzt? Nee, das jetzt nicht. Das war, die haben halt nur gesagt, wäre cool, wenn wir jetzt aufhören würden. Weil, okay. Da habe ich gesagt, du, kein Problem, alles easy. Ich habe gesagt, das war, glaube ich, eine komische Idee von Herrn Mediamarkt, das auszurufen, ja, also davon bist du ja nicht befreit, dass irgendwelche kommen, die den Ball mal treffen in der Mitte des Tores. Und da hatte ich dann einen guten Fuß an dem Nachmittag, die 4 Stunden, und habe sehr oft getroffen. Und ja, wir haben uns gefreut. Wir hatten sehr, sehr viele schöne Dinge für wenig Geld. Ja, das ist eine geile Anekdote. Wir kamen ja über Terodde drauf. Habt ihr denn noch ganz guten Kontakt und rufst ihn auch mal an, wenn du was zum HSV wissen willst oder jetzt zu Schalke? Genau, also wir haben sowieso Kontakt. Klar, du hast ja mit vielen Spielern zusammengespielt, aber nicht mit jedem hast du noch nachdem man selber aufgehört hat oder jemand die Vereine gewechselt hat, nicht mehr so den krassen Kontakt. Ja, aber ich war, glaube ich, mit allen Spielern, mit denen ich gespielt habe, relativ cool, weil ich jeden genommen habe, wie er war. Ja, war da immer zu jedem gleich. Das war mir immer ganz wichtig. Egal ob junger Spieler, erfahrener oder sonstiges, war Kapitän. Habe immer versucht, alle mit reinzunehmen. Und mit Simon, mit Patrick Kohlmann, mit Sören Brandy, alle oder viele Spieler, mit denen man ja gar nicht zusammengespielt hat, sondern gegeneinander gespielt hat, in den Jahren zweite Liga, hat man immer ein cooles Verhältnis gehabt. Ja, klar, in den 90 Minuten hat jeder für sein Wappen alles rausgehauen für seinen Verein. Da hat man auch mal ein bisschen Trash-Talk gemacht. Das hat dazugehört, zumindest bei mir. Aber danach hat man in der Dopingkontrolle, wenn es ihn gab, ein Bierchen getrunken oder spätestens auf Mallorca 3 Tage Vollgas gegeben. Und da waren alle gleich. Da war Halligalli. Und das hat einfach dazugehört. Ja, und deswegen hat man so, klar, wie gesagt, und letzte natürlich durch meine Zweitliga-Experten-Tätigkeit rufe ich natürlich auch die Jungs mal an und frage, wie es so aussieht vom Spiel, wie es ihnen geht, was in der Woche manchmal passiert. Aber die Jungs wissen ja, dass ich nichts raushaue, was sie nicht wollen. Also das ist mir auch ganz wichtig. Und da können sie mir zu 100% vertrauen. Und ja, das macht natürlich, ist natürlich für mich super, wenn ich dann noch mal ein paar Dinge vorher erfahre, ja, wie eine Woche lief, die man dann halt nochmal dann mal setzen kann. Und deswegen, ja, passt das ganz gut mit den Jungs, die ich da in der zweiten Liga kenne. Wen rufst du da beim HSV an? Wahrscheinlich Toni Leistner dann, oder hast du noch andere Kontakte? Mit Toni, mit Simon, ja, na klar, mit den Jungs, die man kennt. Ja, aber auch mit Trainer, die man kennt. Ich habe mit Markus Anfang in Cottbus zusammengespielt, mit Markus Feldhoff in Cottbus zusammengespielt. Ja, da ruft man auch mal an. Oder ein Baumi, der letzte noch in Paderborn war. Ja, da ruft man einfach mal an. Und dann quatscht man, wenn man gerade so ein Live-Spiel hat. Klar. Und dann guckt man, was die Jungs erzählen können, erzählen wollen. Und dann versucht man ein bisschen was rauszufiltern, ein paar Informationen vorher zu bekommen. Aber wichtig ist, die dann wirklich unter uns dann bleiben und bei mir bleiben. Und das ist das Allerwichtigste.
Ja, sehr schön. Über Toni Leisner haben wir ja eben schon mal ein bisschen gesprochen. Ja, ihr habt da auch noch einen ganz guten Kontakt und du hast schon gesagt, dass du da auch überrascht warst, wie Tim Walter jetzt mit ihm vorgeht. Was glaubst du, wie geht er persönlich jetzt damit um? Wird er trotzdem, er ist ja ein professioneller Typ, jetzt weiter Vollgas geben oder glaubst du, das könnte ein bisschen schwierig werden? Auch? Nein, definitiv. Also so wie ich Toni kennengelernt habe und kenne, gibt er Vollgas, definitiv. Ja, weil ihm der HSV wirklich auch mal ans Herz gewachsen ist, auch wenn er noch nicht lange da ist, er einfach für diesen Verein, für diesen Traditionsverein einfach alles geben möchte. Und die Situation ist gerade, wie sie ist, die ist natürlich nicht befriedigend, ja, das ist klar. Jetzt kommt es darauf an, ich war immer so ein Jetzt-erst-recht-Typ, diese Mentalität an den Tag zu legen. Ist immer einfacher von außen zu sagen, als dann tatsächlich umzusetzen. Aber das wird er machen, er wird alles rausfeuern. Er wird trotzdem die Truppe unterstützen am Wochenende, auch wenn er nicht auf dem Platz steht, und wird versuchen, sich ins Team zu kämpfen. Ja, und ja, das ist Toni, das wird er machen. Und dann wird man sehen, wie es allgemein beim HSV läuft und wann und wie oft er dann auf den Platz kommt. Ja. Wir haben ihn natürlich auch gefragt nach einer Sprachnachricht. Er hat das nicht ganz verstanden, hat uns eine Frage geschickt, allerdings nicht per Sprachnachricht. Wollte allerdings nochmal wissen, wie deine Streiche funktionieren, die du den Kellnern in den Berliner Restaurants immer gespielt hast. Vielleicht kannst du das nochmal kurz für unsere Hörer aufklären. Ich müsste eigentlich nochmal ein Buch schreiben über die Dinge, die wir so alle so gemacht haben. An viele kann man sich ja gar nicht mehr erinnern, ja, über die ganzen Jahre. Aber oft war es so, wenn mich der Kellner gefragt hat nach einem Essen, auch im Mannschaftshotel, wenn wir vor Spielen da waren, ob es geschmeckt hat, dann habe ich immer so, war lecker. Und dann haben die natürlich immer so geguckt, und haben dann natürlich gelacht. Oder wenn sie fragen, ob ich noch was trinken will, dann mache ich immer so, schüttel den Kopf und sage ja. Oder wenn ich nicke, sage ich nein. Und dann verstehen die das manchmal nicht. Das hört sich jetzt vielleicht nicht so lustig an, aber in der Situation freuen sich die Jungs natürlich, auch wenn es halt schon seit 18 Jahren so geht, dass ich immer dieselben Dinge mache. Aber die es nicht kennen, ist es trotzdem immer irgendwie lustig. Und das sind so Kleinigkeiten, den Rest kann ich hier nicht kundtun. Das ist nicht gut für mich. Okay, aber wir müssen ja auch ein bisschen auf die Zeit achten, deswegen wollen wir jetzt nicht zu tief in die Stimmt, wir müssen wirklich auch, ich muss nämlich demnächst los, meine Freunde, wenn das okay ist. Ja, okay. Genau, lass uns nochmal kurz über nicht Toni Leisner sprechen, sondern über Sebastian Schonlau, der ist ja jetzt der neue Kapitän beim HSV. Und dazu haben wir eine Frage bekommen von einem User, denn wir werden jetzt regelmäßig auch mal Fragen von unseren Fans oder von den HSV-Fans einspielen. Und er heißt Greasy und fragt Folgendes. Moin Tusche, mich würde mal interessieren, wie das so bei einer Mannschaft ankommt, gerade bei denen, die schon länger im Verein spielen, wenn ein Neuzugang sofort zum Kapitän ernannt wird. Wirkt sich das eher positiv oder eher negativ auf das Mannschaftsgefüge aus oder ist das relativ egal? Genau, du warst ja selbst Kapitän, von daher jetzt die Frage, Sebastian Schonlau, Neuzugang beim HSV, direkt Kapitän. Wie würdest du das so sehen als Kapitän oder auch als ehemaliger Spieler? Was macht das mit einer Mannschaft? Also es ist natürlich schon dann sicherlich ein Thema für den Kapitän, jetzt war es Tim Leibold, der letztes Jahr Kapitän war, der jetzt von Tim Walter als Vizekapitän bestimmt worden ist und Schonlau als neuer Kapitän. Da ist es immer wichtig, wie er sich in der Gruppe gibt, in der Kabine, auf dem Platz und auch da, dass er mit Leistung vorangeht. Es ist immer so in der Mannschaft, wenn ein neuer Spieler kommt, egal ob alt oder jung, wenn er normal ist und sich in die Gruppe integriert und auf dem Platz immer Vollgas gibt und Leistung bringt, bist du immer schneller akzeptiert von der Gruppe, als wenn du denkst, du bist ja ein ganz cooler und bist der Geilste in der Kabine und bringst keine Leistung. Ja, deswegen ist das auch wichtig, die Art der Kommunikation von Tim Walter zu Tim Leibold. Ja, und dann kann ja auch Sebastian Schonlau nichts dafür, Anführungsstriche, dass Tim Walter ihn zum neuen Kapitän ernennt. Er muss jetzt nur funktionieren. So wie in Paderborn, wenn er das macht, dann ist alles gerechtfertigt. Wenn es nicht funktioniert, könnte es ein Thema werden. Aber wenn das ein Thema werden sollte innerhalb der Mannschaft, dann stimmt es sowieso nicht. Ja, die Jungs müssen jetzt das akzeptieren und gemeinsam versuchen, ja, was das Ziel sein wird, ja sicherlich auch intern in die Bundesliga wieder aufzusteigen. So, und dafür muss jeder alles andere unterordnen. Dann muss er es, der Coach auch so hinkriegen, dass Leibold das nicht so als Degradierung empfindet, ne? Was wäre ja irgendwie naheliegend, ne? Das meine ich ja, Art der Kommunikation. Ja,
was er sich dabei denkt. Ja, und trotzdem ist es ja für den Leiber trotzdem, ja, dann sagst du, okay, ja, ich kann das irgendwie verstehen. Trotzdem ist man ja trotzdem irgendwie, ja, vielleicht ist man gekränkt für einen kurzen Moment, aber man denkt ja trotzdem, okay, habe ich es vielleicht in den letzten Jahren nicht gut gemacht, nicht jetzt nicht gut genug, was hat er vor? Die Gedanken hat man, aber wie gesagt, wichtig ist, dass er auch mit dem Leibold ja trotzdem auf dem Platz steht, weil wenn er dann auch nicht spielen sollte, dann rumort es natürlich umso mehr, ja, wenn du den letztlichen Kapitän zum Vize machst und dann vielleicht dich aufstellst, plus einen Toni Leistner und vielleicht noch, ich bin gespannt, wie Freitag die Mannschaft aussieht und dann es funktioniert nicht und er bleibt bei der Truppe, dann könnte es schon sehr, sehr schnell rumoren innerhalb der Truppen. Wir haben noch eine zweite Frage von einem User, der mal wissen will oder checken will, wie gut du den Kader des HSV kennst. Oh. Der User ist Ecki25-41. Tusche, was ist deine Meinung über Maximilian Rohr, der nun beim HSV in der ersten Mannschaft spielt, hat letzte Saison in der zweiten ein paar Spiele gemacht oder halt nicht viele durch Corona und ist es aber innerhalb von 2 Jahren, sage ich mal, aus der Oberliga jetzt in die zweite Liga aufgestiegen, wo er dort jetzt seine Chance bekommen soll. Wie ist deine Meinung über so einen Sprung, sage ich mal? Ja, jetzt musst du deine Managerfähigkeiten aber nochmal richtig offenbaren. Also Maximilian Rohr kam letztes Jahr, kam von Carl Zeiss Jena. Da hättest du vielleicht nochmal einen Einblick. Innenverteidiger 26 schon und jetzt so als vierter Innenverteidiger beim HSV am Start. Muss ich zugeben, kann ich, kenne ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Ja, also so ehrlich bin ich. Muss ich gleich mal lesen. Ich habe den auch gerade in der Recherche für unseren Podcast auch nicht gefunden im Kader. Ja, ich bin nur nochmal durchgegangen, so ein bisschen das, was im Kicker zu finden ist, ist ja nicht drin, sondern ich bin schon aufgeschrieben. Ja, also wenn er in einem Fall der Nummer 4 ist, dann bin ich gespannt, ob ich ihn in der Saison mal sehe. Und dann kann ich gerne was zu dem Jungen sagen. Aber aktuell kann ich nichts zu sagen. Sehr gut, dann kommen wir auf jeden Fall zu unserer letzten Rubrik, weil wir hören schon, du musst gleich hier... Ja, wir haben um 13 Uhr ein Boot bestellt und jetzt macht meine Frau gerade Alarm, weil wir gleich los müssen. Das wollen wir nicht riskieren, dass du noch Stress mit deiner Frau bekommst. In den letzten 2 Jahren hatten wir immer die Abschlussfrage, wann denn der HSV oder ob der HSV aufsteigt. Diese Frage wird es ab sofort nicht mehr geben, auch aus Gründen. Von daher haben wir jetzt eine neue Rubrik. Meine Top 3 und wir werden jetzt jede Woche etwas anderes machen. Du musst jetzt allerdings, du hast ja deine Top 3 der zweiten Liga schon genannt, wer dann auch möglicherweise den Aufstieg schaffen könnte. Vielleicht kannst du zum Abschluss nochmal sagen, wer sind denn so deine 3 Top-Spieler der zweiten Liga? Uiuiui, also. Ich denke, ein Stürmer des FC Schalke könnte gesetzt sein, oder? Ja, natürlich auf jeden Fall Simon Terodde. Sebastian Kerk. Okay, VfL Osnabrück. Nee, Quatsch, der ist gewechselt jetzt, ne? Hannover 96. Jetzt bei Hannover. Und Manuel Schäffler und Sven Michel, sage ich noch. Sind es 4, ist das schlimm? 3+1, sagen wir dann. Top 3+1. Sven Michel, Paderborn und... Wer war Manuel Schäffler, Nürnberg. Manuel Schäffler, ja. Übrigens, wir haben übrigens auch noch eine Frage habe ich auch noch, das haben wir vorhin, irgendwie ist das untergegangen, Tusche, mit der Palme. Das hatten wir, glaube ich, nicht aufgelöst. Also das will ich jetzt zum Abschluss echt nochmal wissen. Sehr gut, die Palme ist bei uns, oder von mir, 10 Minuten mit Auto entfernt, an der S-Bahn-Station in Grünau in Berlin. Mein Lieblingsdönerladen. Da gehe ich immer Döner essen, geilen Cheeseburger gibt es da auch. Und da gehe ich auch mal gerne mit meinem Trainerteam hin. Zumindest Carsten Heine isst sowas nicht. Ja, der ist, da sagt er, nee, das kannst du vergessen, das haue ich mir nicht rein. Aber unser Mannschaftsleiter, unser Physio, Roman Linke, die lade ich da ab und zu mal ein und dann hauen wir uns einen schönen Döner rein oder mal einen Cheeseburger. Was sehr geil ist. Ach so, da will er jetzt praktisch irgendwie eine kleine Einladung. Na klar, das hab ich schon verstanden. Und das will ich. Kein Problem, ich lade ihn ein. Okay. Ja, ich glaube, er wollte dir auch noch eine Wette anbieten. Also wenn du recht behältst mit dem FC St. Pauli, dann musst du ihn, glaube ich, einladen. Oder nee, dann musst du dich einladen. Da nehme ich jeder an. Jede Wette. Sehr gut. Dann haben wir das auch nochmal geklärt. Tusche, vielen Dank. Das hat großen Spaß gemacht. Ich hab's gedacht. Cool. Wir freuen uns auf das Topspiel am Freitag. Schaltet alle ein bei Sky dann. Und auch gerne bei uns dann wieder in der kommenden Woche. Dann melden wir uns wieder vor dem Spiel gegen Dresden. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Und bei uns heißt das auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.